Hey Jungs und Mädels, herzlich willkommen bei Mr. Waller. Heute gebe ich euch 5 Tipps zum Thema Abspanne. Bleibt dran. So, umzingelt vom Gras, da fühle ich mich am wohlsten. Tipp Nummer 1 beim Abspannen. Ich sehe oft, dass Leute, ich rede jetzt vom Fluss abspannen, gell? Nicht vom See. Also immer, ich rede oft vom Fluss, wenn ich vom See rede, und dann sage ich euch das separat dazu. Ich bin Flussangler. Ein Fehler, den ich oft sehe, wenn Leute abspannen, die binden zwar wirklich an die Hindernisse an, also am Büsche oder irgendwas, was im Wasser steht, aber sie binden den Fisch nach vorne zur Strömung an. Das ist ein Fehler. Man sollte immer, wenn die Strömung in diese Richtung läuft, seinen Köder hinterm Hindernis anbieten, also im Strömungsschatten quasi vom Hindernis, dort wo auch in natürlicher Art und Weise die Köderfische stehen. Fehler Nummer 2 beim Abspannen, das ist beim Köderfisch keinen Drilling zu verwenden. Wenn der Köderfisch im Wasser steht, oberflächennah, und der Wels kommt von unten, um den Fisch zu schnappen, dann saugt er den Fisch wahrscheinlich als erstes von hinten ein. Deswegen beim abgespannten Montage gehört normalerweise immer ein zweiter Haken, ein zweiter Fanghaken dazu. Das muss kein Drilling sein, kann auch ein Einzelhaken sein, aber eine zweite Anbissstelle. Fehler Nummer 3. Das ist die Reißleine. Ganz oft sehe ich, dass Leute beim Abspannen wirklich meterlange Reißleine verwenden. Das ist falsch. Man sollte immer eine geflochtene Schnur bzw. Outrigger-System verwenden. Das ist ganz einfach so. Eine geflochtene Schnur, ich sage jetzt mal auf 10 Meter, die hat viel zu viel Dehnung, bevor die Schnur reißt auf diese Länge. Und das verursacht einfach Fehlbisse. Deshalb immer eine geflochtene Schnur bzw. Outrigger-System verwenden und wirklich nur 20 cm lange Reißleine. Aber echte 20 cm, nicht Männer 20 cm, gell? Fehler Nummer 4 beim Abspannen, der passiert eigentlich oft direkt beim Abspannen selbst, also wenn man drüber die Montage anbindet und dann zurückfährt. Viele Leute machen das ja, dass der Buddy am Ufer steht und bedient die Rute und der zweite Mann ist im Schlauchboot und bindet an. Egal wie er es macht, ganz, ganz wichtig ist, dass er versucht, immer eure Schnur aus dem Wasser zu halten. Wenn ihr zum Beispiel irgendwo am Fluss seid, wo gerade das Wasser steigt, wie zum Beispiel am Po, kommt das ja sehr oft vor, und da ist sau viel Dreck im Wasser und ihr bekommt einfach nur ganz kurz 10, 20 Meter Schnur aus dem Wasser und dann habt ihr wirklich Probleme, die Schnur später aus dem Wasser zu bekommen. Deswegen immer darauf achten, dass eure Hauptschnur direkt von Anfang an aus dem Wasser draus bleibt. Jungs und Mädels, was kein Fehler beim Abspannen ist, sondern ein fataler Fehler, das ist einfach Abspannen in Flüsse, in denen andere Freizeitnutzer auch darauf Zugriff haben. Also wenn ihr irgendwo in einem Gewässer Bootsverkehr habt und dann solltet ihr aufs Abspannen entweder komplett verzichten, dann kommt er gar nicht in Probleme rein. Und wenn er abspannt, dann sollte er das auch ein bisschen mit Hirn machen, dass er erst abspannt, wenn Abend ist und kein Bootverkehr mehr ist. Oder wirklich freundlichkeitshalber auch mal in ein Schlauchboot setzt, zu den Leuten hinfahrt und sagt denen, wie sie sich verhalten müssen. Gell? Weil die ganz normalen Menschen, Kajakfahrer und so weiter, die wissen natürlich nicht, was ihr da macht. Das ist ganz klar. Deswegen, wenn er abspannt in Flüsse, wo auch andere Leute unterwegs sind, Rücksicht nehmen, denn alles, das fällt auf uns zurück. Jetzt allerletzter Tipp von mir: Wenn ihr euer Tackle gerne online bestellt im Zec Fishing Online Shop, dann könnt ihr oben im Warenkorb im Aktionscode den Namen Eule eingeben, meinen Aktionscode, und dann kriegt ihr von der Firma Zec Fishing ein geiles Gadget mit oben auf eurer Bestellung mit drauf. Und als allerletzter Tipp: Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Jungs, ciao.